Wir sind hier in Berlin-Gatow, eines der letzten Dörfer des alten ehemaligen Westberlins. Wir stehen auf dem Windmühlenberg. Hier stand bis 1921 eine Windmühle. Und diese Windmühle bzw. eine entsprechende Windmühle des gleichen Typs bauen wir hier wieder auf. Wir sind der Förderverein Historisches Gatow, eine Privatinitiative, ein Privatverein und arbeiten mit Unterstützung des Bezirksamtes Spandaus und mit allerhöchster Unterstützung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Diese alte Windmühle, die wurde 1921 für Filmaufnahmen, Windmühlen standen dort, stand zu der Zeit überall rum, die gab es wie Sand am Meer, die waren nichts wert, wurde die abgebrannt, angezündet, in die Luft gesprengt für Filmaufnahmen. Weil sonst jetzt alles hier in dem Ding drin hängt, weißt du? Dann wäre es ein bisschen tiefer. Das ist so, dass natürlich im Bereich Mühlenbau diese ganzen traditionellen Holzverbindungen eine sehr große Rolle spielen. Dass Verbindungstechniken, die man heute im Neubaubereich aus wirtschaftlichen Gründen schon nicht mehr einsetzen wird, dass die hier zum Tragen kommen und dass man die einfach nachvollziehen kann und auch eine Einschätzung dessen bekommt, was Handwerksarbeit auch so in den letzten Jahrhunderten ausgemacht hat. Ja? Also auch zumindest die Nachempfindung dessen, auch wenn wir hier sicherlich in Punkten zu einer Handkreissäge greifen oder zu einer Kettensäge, kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Also auf dem Plan sehen wir jetzt den Hausbaum und den Korpus dieser Mühle. Der Hausbaum, das ist der feststehende Teil, der Bock, um den sich der ganze Korpus dreht. Was wir farbig angelegt haben, dargestellt haben, sind die Originalen, das heißt die zu restaurierenden Bauteile in Gelb und die blauen, das sind die Bauteile, die wir ergänzt haben. Historie ist schon immer mein Steckenpferd und meine große Leidenschaft gewesen. Und da wartet ja schon das nächste Objekt, wenn die Mühle fertig ist, nämlich dieser alte Wasserturm. Ja, dann wird der restauriert von uns. So ein bisschen im Gegensatz zu den Zeitströmen. Ja. Deshalb habe ich von den neuen Handytyps überhaupt keine Ahnung, ja, wie man sowas bedient. Ewig gestrigen, aber im positiven Sinne.